Hallo zusammen, mein Name ist Peter Heiligensetzer. Ich möchte Ihnen heute unsere Firma German Bionic Systems vorstellen. Wir stellen industrielle Exoskelette her. Wenn Sie hören Exoskelette, denkt man sich vielleicht Science Fiction. Man kennt es vielleicht noch aus dem Alien-Film, wo Ripley gegen das Alien-Monster gekämpft hat. Also das können wir leider nicht. Wir kämpfen aber gegen Muskel-Skelett-Erkrankungen. Also das ist die große Herausforderung, der wir uns stellen. 100 Millionen Menschen oder über 100 Millionen Menschen in Europa leiden an Muskel-Skelett-Erkrankungen, insbesondere an Verletzungen des unteren Rückens. 60% der Arbeitstätigkeiten sind dadurch betroffen. Hunderte Milliarden Euro gehen dadurch verloren. Und jeder kann es auch ganz individuell an seinem eigenen Körper spüren, wie unangenehm das ist, wenn man einen verletzten Rücken hat. Ein bisschen so zum Hintergrund, zum Wissenschaftlichen. Man sieht hier bei den beiden Bildern, der mittlere Herr macht es richtig, er hebt mit geradem Rücken, der linke macht es falsch und man sieht auch die kleine Grafik, die Bandscheibe, die dadurch nicht zentral belastet wird, die führt eben zu Verspannungen, zu Muskel, zu Hexenschuss oder eben zu schlimmerem, zu Bandscheibenvorfall. Und unser technischer Ansatz ist, wir geben ein technisches Unterstützungsgerät, also einen Assistenzroboter, einen Kraftanzug, der ähnlich aufgebaut ist wie ein Rucksack. Und man sieht es bei dem Herrn ganz rechts, er hat einen Rucksack an, es sind Motoren auf Hüftebene und die bringen das Moment, die bringen die Kraft auf, um den Menschen wieder aufzurichten. Und dadurch wird der untere Rücken entlastet und der Mensch wird dadurch nicht verletzt und kann ergonomischer arbeiten. Das Ganze ist eben ein Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine. Also Industrieroboter sind ja gang und gäbe, bei uns ist aber der Mensch immer im Mittelpunkt und wird durch den Roboter nur unterstützt und keinesfalls ersetzt. Also wir nutzen die Intelligenz und die Flexibilität, die sensorischen Fähigkeiten des Menschen und kombinieren die mit der maschinellen Leistungsfähigkeit einer Maschine. Wir können bis zu 30 Kilogramm entlasten, den Menschen. Wir sind die weltweit einzigen, die ein voll vernetztes Exoskelett haben. Das ist auch ein wichtiger Punkt so in Bezug auf Digitalisierung. Wir können Gesundheitsdaten oder wir können Ergonomiedaten sammeln und nutzen diese Daten auch, um durch unser intelligentes Exoskelett die Regelung und die Antriebe immer weiter zu optimieren. Also heißt, unsere ganze Flotte schickt uns die Daten und wir nutzen diese Daten, um unsere Geräte weiter zu verbessern. Wo kann man es einsetzen? Man sieht ja typische Einsatzfälle. Links oben ganz klassischer Fall in der Logistik. Container müssen entladen werden, schwere Gegenstände immer aus dem Rücken gehoben, auf Flughäfen. Die Einsatzfälle sind mannigfaltig. Logistik ist aktuell unser Hauptthema. Es wird auch erwartet, dass jährlich eine Wachstumsrate von 30-40% kommt. Und dabei haben wir noch gar nicht solche Märkte angegangen wie die Baubranche, wie Krankenhäuser oder wie den Pflegebereich. Auch das ist ein ganz wichtiges Thema, um die Krankenschwestern zu entlasten, die Pflegeberufe. Also ganz große Themen, die man mit solchen maschinellen Assistenzsystemen alle gut unterstützen können wird. Vielleicht abschließend noch kurz ein paar Worte zu uns. Also wir sind natürlich auch ein bayerisches Unternehmen. Wir kommen aus Augsburg, dem ja vielleicht Robotik-Hub mit dem deutsch-chinesischen Roboterhersteller KUKA, wo ich auch ursprünglich mal gelernt habe. Wir sind aber auch in Berlin vertreten. Also eine Softwareabteilung sitzt in Berlin und auch Vertrieb- und Marketingabteilung. Aber wir stellen uns oder haben uns auch von Anfang an so den großen Märkten gestellt, zum Beispiel in Japan. Japaner auch sehr, sehr technikaffin im Bereich der Robotik. Vielleicht sogar einen Ticken vorne nach Deutschland und auf diesem Markt wollen wir bestehen, weil wenn wir dort uns den Wettbewerbern stellen können, dann ist es in Deutschland, Europa sicherlich auch möglich. Seit Anfang des Jahres sind wir auch seit 1.1. in Amerika tätig. Wir haben eine Dependance in Boston, auch mit einem Vertriebs- und Servicebüro, was sich eben auch jetzt gut anlässt, aber sind natürlich ein deutsches, europäisches Unternehmen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Heiligensetzer. Ich wünsche auch Ihnen viel Erfolg. Und